Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei U-Boat in der Folge Nummer 2, wenn mich nicht alles täuscht. Und da fällt mir gerade ein, natürlich, ja, Folge 2. Wir sind hier im Torpedoraum beim Vorwärmen der Torpedos. Ja, jetzt weiß ich, glaube ich, auch, was ich für ein Problem oder für einen Fehler gemacht habe. Ja, wir haben hier Torpedos drinne, glaube ich, und die müssen immer mal wieder rausgenommen werden für die Wartungszwecke. Das ist natürlich sehr ungünstig. Muss ich beim nächsten Mal anders machen, denn so allmählich muss der Bursche hier auch mal schlafen. Das tut er jetzt einfach mal. Und dann kann hier auch Herr Offizier. Ich weiß noch nicht, wie ich das gerade mache. Ich hoffe, er macht das jetzt. Ist die Frage, ob er es macht. Arbeit, Angriffsfass, also wach. Ach so, Moment, muss ich den hier. Oh, entschuldigt bitte. Ich muss mal eben kurz gucken. Das Graf ist erstmal nicht zugeteilt. Ja, da muss man halt auch immer nochmal drauf achten, dass die Offiziere sich dann halt entsprechend noch abwechseln. Und den nehmen wir mal auch als Wachoffizier. Den bleiben wir mal als Bootsmann, ne? Ne, Quartier Bootsmann, genau. Der kriegt jetzt immer Bootsmann. Der ist am Funk, der ist im Dings und der pennt. Das ist auch in Ordnung. Das lassen wir mal so. Wir werden ja sehen, was bei rauskommt. Und von daher, alles gut. Alles tutti. Gut, beschleunigen wir die Zeiten mal ein bisschen. Denn wir wollen ja auch vorankommen an dieser Stelle. Ah, offene See. Ich glaube, da geht es. Könnte es, ja. Das haben wir doch eben betreten, oder? Okay. Fortbewegungsmodus. Aha. Ah, so geht's auf jeden Fall schneller. Ist halt die Frage, ob die sich. Wir probieren das gleich mal aus. Ob die sich auch selbstständig quasi hinlegen, wenn sie zu müde sind. Wahrscheinlich, ne? Könnte durchaus sein. Gut. 16 übrig. 9400 Kilometer bei aktueller Nutzung. 95%, das ist mal gut. Ich bin gespannt, wenn ich den jetzt innen schicke. Ja, dann geht er schlafen. Herr Kaloy. Der geht jetzt auch mal schlafen. Was? Einen Moment, das muss ich mal. Wir sind nicht sicher, wo sich unser Boot zurzeit befindet. Unsere Position wird nicht dynamisch auf der Karte abgesendet. Entsenden Sie eine Beziehung zum Kartentisch, damit er unsere momentane Position bestimmt. Hinweis, du kannst bei
Langstreckenreisen auf offener See einen Offizier am Kartentisch stationieren, um dieses zu vermeiden. Da guck mal her. Also, das lernen wir auch nochmal dazu. Wir müssen auch jemanden am Kartentisch haben. Sonst wird's knisterig und das machen wir jetzt mal. Wir positionieren mal hier unseren Ausgeschlafenen. Quasi. Ne, Ersatzteil zusammenbauen braucht nicht sein. Felix Wess. Kapitän. Geh du mal schlafen. Dich weisen wir jetzt hier zu. Und die drei sind am Schlafen. Okay. Wir warten nochmal. Wir warten nochmal. Wir brauchen die Position jetzt gerade nicht. Und von daher warten wir mal, bis die Leute einigermaßen geschlafen haben. So. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir müssten, es wäre schon cool. Das ist eine taktische Karte. Ach so, das ist die taktische Karte. Alles klar. Gut, weil wir nicht wissen, wo wir sind, ne? Wir gehen mal wieder rein. Das scheint hier irgendwie der Kartentisch zu sein. Und, nee, der Kartentisch war... Wo ist der Kartentisch? Benötigt Befehlshaber. Gut, dann, weisen wir dich mal zu. Kapitän? Du gehst bitte wieder... Du gehst als Wachoffizier wieder nach oben. Du hast auch zwei Leute bei dir. Die sollen nicht rumstehen. Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, Ruhepause inaktiv. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass der leitende Ingenieur, den werden wir mal... Aha, okay. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ihr seht. Kapitän. Okay, also der braucht noch einen Moment, aber der ist auch hart am Wind hier, ne? Der ist echt gerade hart am Wind. Müssen wir mal gucken. Position wird korrigiert. Also,
Ich find's, also es ist echt gut. Das ist gut gemacht. Wirklich, Leute. Also, kann ich gar nicht anders sagen. Wie gesagt, ich habe nur das Tutorial gespielt und da war das auch hier überhaupt kein Thema, dass man das hätte in irgendeiner Weise machen müssen. Aber das finde ich schon sehr interessant. Das finde ich schon sehr interessant. Gut gemacht. Und schön, dass wir mal richtig weit vom Kurs abgekommen sind. Freunde der Sonne. So, hier sollst du hin. Wir sind ja kurz vor England. Wer macht denn sowas? Das ist schon knackig. Okay, aber wenn der Befehlshaber quasi immer wieder am Kartentisch stehen muss, das ist schon heavy, oder? So, Stützpunkt plus 5 Minuten, also plus 5. Offiziere haben zu viel zu tun. 8. Also wir müssen da irgendwas unternehmen, nur ich habe keinen blassen Schimmer. Wie wir das machen sollen. Funkraum, okay. Jawohl. Herr Kaloy. Torpedomechaniker. Du gehst dann, leitender Ingenieur, dann gehst du hier. Achso, der ist schon da. Boah, dann bau du Ersatzteile, keine Ahnung. Offizier haben. Vielfältige Gerichte, damit hätten wir schon mal einen Teil. Aber warum haben die so viel zu tun? Ich würde jetzt gerne wissen, wo jetzt grundlegend erstmal das Problem ist. Oha. Oh, cool. Herr Kaloy.
Also das scheint ein U-Boot von uns zu sein, oder? Auf jeden Fall. Das ist ein U-Boot von uns. Erkennen kann ich es nicht. Nee. Auch wenn ich mich so ein bisschen hochbeuge. Erkennen kann ich da nichts. Herr Kaloy? Sehr cool. Okay. Machen wir mal weiter, würde ich sagen, oder? Also das ist es anscheinend auch nicht. Kapitän? Aber ich kann niemandem... Doch, den kann ich da hinschicken. Und den kann ich... Ich bin doch da gar nicht hingesprungen gerade, Freunde. Herr Kaloy? Zuweisen. So, der soll das machen. Und der soll weiter pennen. Okay, vielleicht kriegen wir es da besser hin. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt viel zu lernen, würde ich sagen. Es gibt viel zu lernen. Langsamer. Dann halten wir erstmal an quasi. Und schauen mal. Bis wir unsere... Ah, das ist es. Okay. Tiefe. Bis wir die Position angeglichen haben. Es muss wirklich einer am Kartentisch stehen bleiben. Okay, so. Kapitän? Du leg dich bitte mal hin. Du kannst dich jetzt auch nochmal hinlegen. Und du hier, dich weisen wir eigentlich mal hier oben an der Optik zu, würde ich sagen. Zuweisen. Wirst einfach mal, genau, gehst jetzt mal dahin, dass die Motoren der Diesel weiter überprüft wird, denn ich glaube, das ist jetzt erstmal, nebensächlich und wir gehen wieder auf große Fahrt. Schneller, schneller! Oh, wie diese, wie die Motoren anlaufen, ne, ist schon krass. Ich find's echt genial. Das ist echt gut. So. Legen Sie den Kurs an. Jawohl.
Kurs setzen. Zu Befehl. So, jetzt sind wir im entsprechenden Gebiet. Ich hoffe, alle sind soweit erstmal teilweise ausgeruht. Das bedeutet, du gehst jetzt mal schlafen. Du gehst an den Kartentisch zuweisen. Du, mein Herr, gehst an den Funk. Bestätigt. Du hast jetzt gepennt quasi und gehst mal benötigt Befehlshaber. Kapitän. Benötigt Befehlshaber. Benötigt Befehlshaber. Ja, das geht ja mal gar nicht. Dann musst du hier ran. Es tut mir leid. Bitte ruh du dich erstmal aus. Was? Langsamer? Wieso langsamer? So. Bericht senden. Ah, das gibt dann. Ah, das gibt dann Ressourcenpunkte. Ich verstehe. Okay. Alles klar. Das ist ja cool gemacht, Freunde. Das finde ich ja extrem lustig. Gut, dann komprimieren wir das Ganze mal. So. Dann, der kann leider keinen Ausguck machen. Kann er denn? Müssen wir echt mal gucken. Kann er denn? Okay, wenn du jetzt schlafen gehst und du nach oben gehst und du. Kapitän? Nee, benötigt Befehlshaber. Der Offizier, der zum Navigieren zugeteilt wurde, wird die Position des Schiffes anhand der Sterne und der Ströme der See. Okay, das. Also wir müssen zusehen, dass wir. Haben wir hier in Line den Navi-Torpedo-Mechanik? Nein. So sollte es nicht sein. Okay. Herr Kaloy? Theoretisch Zieloptik. Herr Kaloy? Da brauche ich auch einen Befehlshaber für. Aber gut, ich glaube, man muss da nicht immer einen Befehlshaber für haben, oder? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Es sind ja welche da, die gucken ja raus. Radio New York, nicht schlecht. Okay, was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen werden, ist
Wir schicken unseren Capitano nochmal ins Bett. Kapitän? Den Burschen hier nochmal an den Kartentisch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Den Herr schicken Kaloy. Wir auch nochmal ins Bett. Herr Kaloy? Unser Kumpel hier, der geht, Kapitän? Torpedomechaniker. Und dieser hier kann ich, ich kann den nicht zuweisen, ne? Ich kann hier nur das Lager öffnen. Dann mach du mal. So, ich habe gar nicht den Alarmtauchen, Testalarmtauchen habe ich gar nicht gemacht. Ne? Normalerweise machen die das ja immer. Dass sie mal einmal Alarmtauchen machen sozusagen. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier gucken wir nochmal. Okay. Legen Sie den Kurs an! Jawohl. Legen Sie den Kurs an! Ja, eigentlich direkt drauf hinaus. Das sieht ganz gut aus. Lang ist nicht mehr hin. Wir haben quasi die Hälfte der Patrouillenfahrt sozusagen nochmal hinter uns. Bin gespannt, was uns erwartet. Jetzt 9 Kilometer sozusagen. So, Kontakt. Ein verschwundenes U-Boot. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. So. Trotz allem, jetzt ist es an der Zeit. Die meisten sind ausgeschlafen. Einmal. Einmal der Zieloptik zuweisen. Herr Kaloy. Und entsprechend hier dem Funker nochmal zuweisen. Funker fehlt. Außer Reichweite. Sichtkontakte blicken, den Bericht zu senden. So, jetzt wird der Bericht gesendet. Gibt nochmal 150. Sehr schön. Die Einheit wurde von seiner Besatzung verlassen. Sicher, wir haben Sichtkontakt. Oha. Okay, Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir die in die Optik kriegen.
Ja, wir kriegen ihn. Das ist eine Optik. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir? Was machen wir? Herr Kaloy? Wir können gar nichts abfunken, oder? Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann würde ich sagen, fahren wir mal dran vorbei. Können hier auch noch mal Kurs setzen. Zu Befehl. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Wir können unsere Lage Mission schicken. Okay, wie machen wir das? Scheibe. Verkehrte Tasten gedrückt. Deswegen sind wir so komisch unter Wasser gegangen. Okay, als allererstes wollen wir mal gucken, das war ein kleiner Fahrt weiterfahren. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Kurs setzen. So. Bestätigt. Schneller, schneller! Langsamer. Langsamer. Schneller, schneller. So. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie schicke ich meine Leute auf Mission? Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle für diese Folge. Was beim nächsten Mal passiert, wie wir das hinbekommen, wir werden es herausfinden. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen, ja, gerne noch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr euch was aufgefallen ist, was könnte ich noch unternehmen, was habe ich nicht getan und so weiter und so fort. Ich bin über jede Hilfe dankbar und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.